Ja, ich habe ja neulich reklamiert, dass es keine AirTags für Fotokameras gibt oder Fotokameras, die das schon eingebaut haben. Und postwendend haben mir viele von euch geschrieben, aber es gäbe da so Zubehör. Nämlich sowas da, was man unten an die Kamera machen könne. Etwa Small Rig mache welche und ich wollte mir dann auch das von Small Rig kaufen, aber ich habe mich auf Amazon verklickt und das offensichtlich Baugleiche erwischt von JJC, von denen ich noch nie gehört habe. Aber schauen wir mal, ob es das bringt, wie das funktioniert und ob es aufgeht ohne Messer. Ja, geht ganz so. So, mal schauen, was man da kriegt. Schon mal ganz wichtig, einen Schraubenzieher, um das Ding zu montieren. Sonst noch in der Box. Kleine Schrauben, eine Platte und so ein Trockensalzdings. Und natürlich eine Anleitung. Sieht auf den ersten Blick komplizierter aus, als es vermutlich ist, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Weil das Ding ist ja, unten an meinen Kameras habe ich immer eine Schnellwechselplatte dran. Und die Idee ist vermutlich jetzt, dass dieses Ding mit dem AirTag dazwischen kommt. Mal schauen, wie das ausguckt. So schaut das aus. Dann schaut man das in die Kamera rein. Und unten kann man dann wieder die Schnellwechselplatte dran machen. Und da dazwischen liegt wohl denn der AirTag drin. Ah, da oben muss man aufschauen, da kommt der AirTag rein. Die Frage ist noch ein bisschen, wofür diese Metallplatte hier ist. Mal gucken. Das Element 3. Die kann man unten dran machen. Ja, organisieren wir mal schnell einen AirTag. Ich habe da immer einen am Schlüsselbund. Nehmen wir schnell den. Das ist so ein, das habe ich gerade mal als Weihnachtsgeschenktipp vorgeführt, so ein Mini-Taschenmesser von Pitaka mit so ganz vielen Zubehörsachen, die man rausklappen kann. Noch witzig, aber umfunktionieren ist angesagt. Und ich glaube, das sind Ersatzschrauben. Machen wir das Ding mal auf. Ja, jetzt ist mir auch klar, warum es Ersatzschrauben braucht. So. Jetzt muss man das irgendwie öffnen können. Ah, das geht so. Ah ja, da ist einfach logisch Platz für den AirTag. Der kommt da rein. Deckel kommt wieder drauf. Vorzugsweise richtig rum. Die kleinen Schräubelchen wieder rein. Das ist ja angenehm einfach bis jetzt. So, da auch noch. Dann schauen wir das nachher unten an die Kamera ran. Ich brauche hier aber noch einen großen Schraubenzieher. Jetzt rächt es sich, dass das Unboxing-Messer keinen Schraubenzieher dran hat. Und ich, weil ich gestern auf der US-Botschaft war, kein Taschenmesser in der Hosentasche habe. Aber wenn ihr gelacht. Wenn wir das nicht hier hätten. Also. Mach mit denen da schnell weg. Direkt dran geklebt, ist schon so lange dran. Die sind übrigens großartig, die sind vom Peak Design, die sind beides, die sind mit Manfrotto kompatibel und mit dem Arca Swiss Zeugs. Großer Tipp. Also dann kommt jetzt das da unten dran.
Die Frage ist jetzt, wie man es dran macht. Ich würde jetzt mal sagen, geht das noch auf? Ja. Das hätten wir, dann machen wir das wieder dran. Was ist vorne? So. Ah, falsch rum. So natürlich. Nimm lieber den. Jetzt haben wir, tada, eine Kamera mit AirTag unten dran. Ist ein bisschen doof, dass man ihn da durchschimmern sieht. Da merkt ja jeder, dass da ein AirTag drin ist. Oder vielleicht nicht jeder. Und so elegant sieht es da unten auch nicht aus. Ist es mir im Weg beim Fotografieren? Nein. Macht einfach die Kamera nochmal größer, aber... Ja, mal schauen, ob sich das bewährt. Ich gehe das jetzt im Alltag ausprobieren. Nein, das ist ja noch nicht das ganze Video. Wir müssen ja mal schauen, ob sich das bewährt. Einfach anschrauben kann ja jeder. Also, bis grad. Ja, und da bin ich wieder mit Alltagserfahrungen zur lustigen Platte, die man da mit dem AirTag unten an Kameras machen kann. Ja, ich bin gerade unterwegs, ich bin im Hotel, war gestern ein bisschen laut, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber ich muss sowieso packen und... abreißen. Aber das Video wollte ich unbedingt noch schnell aufnehmen, ehe ich da wieder in die Deutsche Bahn steige und es da dann zusammenschneide. Nein, wie hat sich das Ding geschlagen? Naja, auf jeden Fall, es funktioniert. Die Kamera ist nie abgefallen. Und ich wurde auch ganz oft darauf angesprochen. Raphael, was hast du denn da unten Komisches? Was ist das? Und die Leute haben dann immer gestaunt, dass da ein AirTag drin versteckt ist. Also ist nicht ganz so offensichtlich, wie ich anfangs dachte, dass man es von 100 Metern sieht. Und es ist halt praktisch, wenn man Arca-Swiss-Sachen verwendet. Da kann man es einfach direkt auf den Gorilla-Pod... Ich habe da nicht den allergünstigsten Gorilla-Pod. Da kann man es einfach draufklipsen. Zip. Ja, und dann muss man es noch anschrauben und schwupps, ist man einsatzbereit. Mein Problem ist ja, dass ich auch sehr, sehr viele Manfrotto-Mounts benutze. Also darum bin ich ja so ein großer Fan dieser Peak-Design-Dinger, die ich ja schon gezeigt habe. Den da hier. Wo man eben Manfrotto und Arca-Swiss hat. Dann kann ich es überall verwenden. Ich wünschte mir jetzt, nachdem ich das hier getestet habe, ich habe es übrigens jetzt an der E1, falls sich jemand wundert, und filme mit der A7S. Ich wünschte mir, Peak Design würde das da machen mit einem AirTag-Halter. Dann hätte man AirTag, Manfrotto und Arca-Swiss, also beide Standards für Stativ-Clipsis und den AirTag, das wäre genial. Und, was ich auch noch gelernt habe, ein Kollege hat mir gezeigt, es gibt diese Dinger, die ich ja so großartig finde von Peak Design. Small Rig macht die auch und die machen sie sogar noch besser. Ich werde mir jetzt noch von Small Rig auch noch welche kaufen. Die haben nämlich eine, sieht man das? Ja. Hier brauche ich immer mein Schweizer Taschenmesser. Das ist kein Problem, wenn ich in Europa unterwegs bin. Aber wenn ich fliege, habe ich kein Taschenmesser dabei und dann kann ich das Ding nicht wegschrauben. Small Rig hat eins, wo man ausklappen und selber drehen kann. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die jeweils praktisch sind. Was ich übrigens überhaupt nicht bewährt habe, kann ich jetzt auch noch sagen. Die AirTag-Platte unten dran und dann noch den Manfrotto-Mount dran. Dann ist es wirklich... dann hat es den Schaum einer Skischuhbindung. Nein, das macht keinen Spaß. Also das bringt es überhaupt nicht, was ich da anfangs zusammengeschraubt habe. Das ist sehr, sehr schnell im Alltag. Hat sich das wieder aussortiert. Ja, manchmal denke ich, das könnte funktionieren, das könnte lustig sein. War es überhaupt nicht. Also entweder... Ich nutze einfach die Platte und dann halt nur Arca-Swiss, Clipsis oder ich nutze halt nur das da und passe ein bisschen besser auf die Kamera auf. Aber es ist schon toll, wenn ich immer gucken kann, habe ich die Kamera eigentlich noch dabei? Und das war toll, aber ja, mal schauen. Sagt mir doch, was ihr davon haltet. Habt ihr bessere Lösungen gefunden? Habt ihr e.V. eine Lösung, wo man eben Manfrotto und Arca-Swiss haben kann? Das wäre genial. Ansonsten würde ich sagen, Daumen hoch, falls das Video gefallen hat. Daumen runter, falls ich finde, das braucht jetzt wirklich niemand. Habe ich auch gehört, ich habe es auch ein paar Leuten gesagt, die haben gesagt, ich habe noch nie eine Kamera verloren. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die eben schon eine verloren haben, von daher, naja, mal schauen. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, die dann auch wieder
im heimischen Büro aufgenommen sind. Ja, jetzt geht's ja retour. Unbedingt Abo abschließen und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.